Jo Freunde, was geht? Euer Sette, ich hoffe, es geht euch gut und damit herzlich willkommen zu einem weiteren FIFA 22 Trading Video. Heute habe ich wieder eine starke Trading Methode für euch, die ihr nutzen könnt, um eine Menge Coins zu machen. Mir ist es sehr wichtig, euch aktuell eine Methode zu zeigen, mit der ihr sehr, sehr wenig Risiko eingeht. Ihr wisst ja, bald ist Black Friday und das wird den Markt komplett auf den Kopf stellen. Ich empfehle euch also, solltet ihr zum Beispiel 2 Millionen Coins auf der Uhr haben, investiert die 2 Millionen Coins bis auf 100.000 Münzen in High-Rated Kartenfreunde. Die Einkaufspreise dazu poste ich regelmäßig in meiner Insta-Story, schaut da gerne mal vorbei, weil es muss in den nächsten Tagen eine Icon-SBC oder was ähnliches kommen, damit der Markt steigt. Weil, ganz einfach, EA will Geld verdienen, EA will Packs verkaufen. Und wer da draußen kauft denn bitte Packs, wenn ein Walkout 10.000 Münzen wert ist? Heißt, der Markt, so wie er ist, kann so gar nicht bestehen bleiben. So würde EA einfach kein Geld verdienen. Klingt logisch, oder? Also investiert eure Coins, da muss was kommen. Und die 100k, die ihr auf der Uhr lasst, die nutzt ihr einfach, um bis dahin noch mit Low-Budget-Trading-Methoden nebenbei ein paar Coins zu machen. Und noch als kleine Anmerkung, ich zeige euch ja regelmäßig Low-Budget-Trading-Methoden, die in der Regel das ganze FIFA-Jahr über funktionieren. Mal besser, mal schlechter. Seid da also flexibel, Freunde. Es kann natürlich sein, wenn ein Video mal rauskommt und das relativ viele am Anfang sehen, dass eine Methode mal schleppender funktioniert. Aber das merkt ihr ja dann. Dann switcht auf eine andere Methode auf meinem Kanal um, speichert diese Methode im Hinterkopf ab und dann seid ihr da so ein bisschen flexibel, dass ihr die auch mal wechseln könnt, wenn da so ein bisschen Zeit vergangen ist, dass die Methode auch wieder gut funktioniert. Und wie immer, seid geduldig bei den Methoden. Wirklich, Geduld ist das A und O. Bevor ich euch jetzt aber zeige, wie die neue Methode funktioniert, aktiviert gerne diesen Kanal und abonniert die Glocke, um keine Trading-Tipps mehr zu verpassen. Und auch ein Däumchen wäre ein Träumchen. Jetzt gehen wir aber rein, let's go. Ich zeige euch wie immer erstmal meine Transferliste bzw. meine Verkäufe. Und ihr seht schon, Leute, ganz viele silberne Manager, die hier weggegangen sind. Und ich sage euch so, wie es ist, diese ganzen Verkäufe hatte ich nach dreimal Anbieten, sind fast die Hälfte der Karten weggegangen, ohne Nachkaufen. Die Methode klappt also sehr, sehr gut. Wann klappt diese Methode sehr, sehr gut? Natürlich dann, wenn Manager gebraucht werden. Wann ist das, wenn viele ihr Team bauen? Heißt so nachmittags, abends, da klappt die Methode am besten. Morgens bauen ja die wenigsten ihr Team. Was abends natürlich noch dazu kommt, sollten gute Spieler-SBCs kommen, die ins Team eingebaut werden, mit einer exotischen Nation, sage ich mal, werden neue Manager benötigt, damit man auf Vollchemie kommt. Heißt, das wird das Ganze nochmal ein bisschen begünstigen, wenn gute Spieler-SBCs kommen. Das Ganze wird nochmal ein bisschen gepusht. Aber was habe ich genau gemacht mit den Managern? Ich habe nämlich nicht einfach Silber-Manager gekauft, sondern da steckt mehr dahinter. Und was genau, das zeige ich euch jetzt. So, Freunde, unser Weg führt uns natürlich auf den Transfermarkt und wir geben bei Qualität Silber ein. Der ganze Kniff an der Sache kommt aber jetzt erst, weil wir geben nicht nur Silberqualität ein, sondern gucken nach der Liga Premier League. Das geht wahrscheinlich auch mit anderen Top-Ligen, müsst ihr mal schauen. Ich habe mich jetzt aber auf die Premier League fokussiert. Und wir gucken mal, was die Karten wert sind. Wir sehen schon hier 500 Münzen. Es sind zwei Stück auf dem Markt, die 500 Münzen kosten. Ja? Heißt also, es ist sehr, sehr rar, was hier auf dem Markt kommt. Auch für 600 Münzen. Das machen wir uns jetzt zu nutzen. Jetzt kommt nämlich der ganze Trick. Passt jetzt genau auf, Freunde. Und zwar macht ihr Folgendes. Ihr löscht wieder Premier League hier raus. Silber bleibt drin. Maximalpreis 150 Münzen. Und ihr seht schon hier, ihr kriegt alle Manager für 150 Münzen. Heißt, ihr könnt jetzt hier Massenbieten machen. Er bietet euch 100 von den Managern für 150 Münzen. Ganz wichtig. Und geht jetzt hin und macht diesen Move. Ihr geht auf Verbrauchsobjekte, auf Managerliga und er bietet euch, Freunde, er ahnt es schon, diese ganzen Karten. Ihr müsst wahrscheinlich ein bisschen weiter zurückgehen. So, hier. Für 150 Münzen erbietet ihr euch die Managerverträge aus der Premier League. Heißt, ihr habt eine Investition von 150 plus 150 gleich 300, könnt den umformen, habt dann für 300 Münzen einen silbernen Premier League Manager und könnt den dann, ich zeige es euch nochmal, für 500 Münzen auf dem Transfermarkt anbieten. Wichtig, Freunde, volle Liste, jede Stunde anbieten, am besten klappt es nachmittags und abends. Und seid geduldig. Mal funktioniert die Methode besser, mal schlechter. Kommt natürlich immer darauf an, was für Wochentage sind, wie viel Supply ist, was für SBCs kommen. Also Freunde, seid geduldig und ihr werdet sie wegkriegen. Ich verspreche es euch. Ihr macht natürlich pro Karte nicht viel Gewinn. Das sind 200 Münzen minus EA-Steuern, das ist mir klar. Aber Leute,
Das geht über die Masse. Wenn ihr viele Verkäufe habt, dann läppert sich das. Ganz ehrlich, wenn ihr 10 Verkäufe habt pro Stunde, ne, sage ich jetzt einfach mal, macht ihr 2000 Münzen Gewinn minus die L-Steuern. Ist doch besser, als wenn ihr eine Karte verkauft, die ihr für 1000 Münzen ÜV draufgestellt habt. Dann macht ihr doch mit der Methode das Doppelte an Gewinn. Wisst ihr, wie ich meine? So, und diese Methode macht ihr, und wie gesagt, das mit den anderen Coins, die ihr überhaupt, geht ihr einfach in High-Rated-Karten. Das ist das Beste, was ihr aktuell machen könnt. Was soll ich euch erzählen? Das war schon wieder eine weitere Low-Budget-Methode, die ihr euch auf jeden Fall hier hinten abspeichern solltet. Ihr habt jetzt schon eine Menge Low-Budget-Trading-Methoden von mir in die Hand bekommen. Wie gesagt, seid da flexibel, speichert euch die ab, guckt immer mal ein bisschen selbst, welche Methode geht gerade gut, welche nicht. Es ist natürlich immer so, wenn eine Methode rauskommt, ist sie schnell overused. Das ist einfach so, weil dann viele sie machen wollen. Anders geht es aber auch nicht. Also wie gesagt, abspeichern, jetzt probieren, wenn sie jetzt nicht geht, in ein paar Tagen nochmal probieren, beziehungsweise abends sollte sie eigentlich immer funktionieren. Von daher, Freunde, wisst ihr Bescheid. Nächstes Mal gibt es auch wieder eine UV-Liste von mir. Schreibt gerne dazu mal unten in die Kommentare, wie viel Budget ihr habt, welche Liste ich bauen soll. Ich richte mich da ganz nach euch. Ansonsten verabschiede ich mich wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, haut da rein. Euer Seth.